Warte, geht gleich weiter. Wir sind doch bloß 5 Minuten hier ran. Ja, natürlich geht's gleich weiter. Das ist jetzt zwar ein bisschen her für euch, aber für mich nicht. Ich weiß doch gerade nicht, welche Folge das ist. Das könnte die 172 sein oder so. Wir sind nicht. Vielleicht ist ja jetzt hier was Joel freut. Ah, angarische Chatter. Guck mal, jetzt sieht es, oder was? Nur weil wir Joel dabei haben. Schick. Das freut mich. Joel! Joel! Halt. Schlechte Nachrichten? Nein, nein. Der Pathfinder will wissen, wo ich aufgewachsen bin. Ryder, meine leibliche Mutter. Sahuna Amada Rav. Ja. Freut mich sehr. Oh. Ah, richtig, die Umarmung. Joel hat erzählt, wie sehr er sie bewundert. Wirklich? Er ist mein Liebling. Klug, loyal, sanft, schießt gut, schreibt Gedichte, näht. Mutter. Ich muss zu einem Widerstandstreffen. Pass auf dich auf. Ihre Mutter ist im Widerstand? Ja, ja. Und jedes Kind ist ihr Liebling. Leute, das ist Scott. Hi. Sieh mal einer an, wenn der Kark hinter alles schleppt. Hier habe ich als Kind die meiste Zeit verbracht. Ich, meine Schwester Koana, Cousine Etta und Bruder Finn und Barzil. Rollo. Es ist so schön, dich wieder hier zu haben. Joel, möchtest du uns jemand ganz Besonderen vorstellen? Wow, kuschelig. Wir leben gerne so. Willst du deinem Freund zeigen, was richtiges schön, Essen ist? Schön, dich zu sehen. Und hier ist mein Zimmer, meine kleine Zuflucht. Wollen Sie kein eigenes großes Haus? Manchmal, vielleicht. Es ist egal. Das hier bleibt immer meine Heimat. Oh, nein. Woher kommt das? Ein Bauplan von... Mit 7 bekam ich eine gestohlene Kettwaffe. Ich habe sie zerlegt, um zu lernen. Und das ist wahr, ein Kark. Mein Haustier, Alfred. Es starb, also habe ich's auch zerlegt. Um zu lernen? Wieso nicht? Ich zeige das sonst niemandem, aber wir sind wie Familie. Zum Glück hat Aphra sie zu mir gebracht. Hey, ich will Ihnen noch was zeigen. Hm, hierhin. Bis jetzt war's interessant. Hübsch. Selbst gemacht? Ist lange her. Und ungenau. Eigentlich mehr ein Traum. Noch etwas, das ich zerlegen und ergründen will. Ich auch, Joel. Ich auch. Schön, das hat mir gefallen. Das war gut. Das war gut. So, da haben wir den Treffpunkt. Das ist höchstwahrscheinlich eh wieder irgendein Scheiß. Stitch und Rayless of Vault treffen. Ja, wie gesagt, das macht er ja sowieso nicht. Zusätzlich, wir haben, können mich mal richtig hart am Arsch lecken. Halt nämlich überhaupt keinen Bock drauf. Aber wir gucken kurz hier hin. Wo können wir denn hin? Das sieht ziemlich nah aus. Dann müssen wir nämlich einfach bloß die Schlucht durchrennen. Dass wir dann zu dem Salarianer kommen. Denk mal, das ist ein Salarianer. Hat sich angehört wie ein Salarianer. Was hatte das wohl für eine Funktion? War das eine Art Aquädukt? Ich kann's dir nicht sagen. Oh, falsche Waffe. Bam, 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 bam. Okay. Alle tot. Die Viecher lassen wir auch mal in Ruhe. Man muss ja nicht alles angreifen. Kann sie auch mal friedlich
irgendwie verhalten. Falls die uns nicht angreifen, aber wir rennen einfach. Auch wenn es Wasser ist, wir können rennen. Hopp. Rennen weiter, Minion. Nein, wir sind nicht böse. Tschüss. Macht euch ein schönes Leben. Und was sind so deine Hobbys? Oh ja, das würde ich Ihnen sehr gerne erzählen. Also ich mache mal YouTube-Videos. Ja. Nein, falschen Knopf gedrückt. Wie aus der Nachricht bezüglich der Salarianer. Wir gehen dem also auf den Grund. Kit! Das war klar. Wir sind nicht allein. Warum bewegt er sich nicht? Ach so, weil ich die Konsole offen habe. So, der ist weg. Da oben ist auch kein Engel geflogen, der ist auch weg. Sind noch welche da? Ich weiß nur nicht wo. Ich weiß wo. Da jetzt nicht mehr. Es gab tatsächlich einen Verrat an uns. Sehen wir uns um. Vielleicht haben sie ja was zurückgelassen. Anscheinend hier so in der Ecke. Kampfbereit machen! Fuck. Okay, doch nicht hier. Warte, vielleicht hier lang? Nee, auch nicht. Dann muss es hier so sein. Hört hier leuchten. Wow, das war, glaube ich, die sinnvollste Aussage, die ich je getroffen habe. Ich hört hier leuchten. Ah, hier, die Kiste. Siehst du, die wollte ich vorhin doch schon scannen. Ihrer Ausrüstung nachzuschließen, hatten Sie darauf gehofft, jemanden gefangen nehmen zu können? Möglicherweise mich. Ich bedauere diesen Vorfall. Obwohl ich es noch mehr bedauern würde, wenn Sie ins Schwitzen geraten wären. Diese Nachricht in Bezug auf die salarianische Arche war von Ihnen? Ja, Major Salen Wong, STG. Im Ruhestand natürlich. Was ist STG? Die Abkürzung für Special Tasks Group. Wir waren Agenten, die Geheiminformationen gesammelt und Unannehmlichkeiten aus der Welt geschafft haben. Sie meinen Spione und Attentäter? Wenn Sie so wollen, ja. Aber wie gesagt, ich betrachte mich als im Ruhestand. Meinst du, der Typ ist aus der Einheit, aus der die Jungs waren, die uns geholfen haben gegen Saren? Damals dieser noch Saren? Viele von uns kamen auf der Suche nach einem Neubeginn nach Andromeda. Und ich werde meinen mit Sicherheit genießen, sobald ich ihn gefunden habe. Aber kommen wir zum Punkt. Es gibt hinsichtlich unserer Arche zu viele Ungereimtheiten. Sie ergeben nur einen Sinn, wenn uns jemand an die Kette verraten hat. Mein Hauptverdächtiger ist ein Biologe, Dr. Aiden. Aber die Beweislage ist dünn. Ich brauche einen Pathfinder, der meine Indizien überprüft. Ansonsten laufe ich Gefahr, einen Unschuldigen zu verhaften. Wer ist dieser Aiden? Und wieso sollte er seine Arche verraten? Er ist ein ehemaliger Militärbiologe und Teil des Teams, das auf unsere Arche zuerst geweckt wurde. Er behauptet, er würde die Cat studieren. Die Frage ist nur, was seine Beweggründe dafür sind. Könnte Ihnen nicht Raker helfen, die Sache aufzuklären? Ich vertraue Raker voll und ganz. Aber leider kann ich dasselbe nicht auch über Ihr Team sagen. Sie hingegen sind über jeden Zweifel erhaben. Ansonsten hätten sie unsere Arche wohl kaum gerettet. Okay, ich bin dabei. Wie erwischen wir ihren Verräter? Ich habe noch zwei offene Spuren. Dr. Aidens Ausrüstung und einen Cat, der sein Kontakt sein könnte. Ich brauche Sie und Ihren Sam, um beides zu analysieren. Wenn wir nachweisen könnten, dass Dr. Aiden in regelmäßigem Kontakt mit den Cat steht, wäre das der Beweis, dass er unser Mann ist. Wie lautet die übliche Strafe für Cat-Kollaborateure? Die meisten Leute würden wohl für Lynchjustiz plädieren. Ich persönlich hoffe aber, dass wir auch in dieser Galaxie ein Rechtssystem haben. Vergessen Sie nicht, Dr. Aidens Ausrüstung und sein Cat-Kontakt. Die Sache muss absolut wasserdicht sein. Viel Glück. Dankeschön. Finde ich schön, dass er wasserdicht sagt, während wir gerade im Wasser stehen. Okay, dann würde ich ganz gerne wieder zum Schiff, weil der Rest ist bestimmt nicht auf dem Planeten hier. Vielleicht ist er auf der Arche, auf der Nexus. Ich weiß es nicht. Aber wir müssen auf jeden Fall gucken, wo es ist.
Auf Vault scannen. Alles klar, dann müssen wir jetzt nach Vault. Wir verlassen jetzt Tabal. Die Brücke gehört Ihnen, Pathfinder. Sehr freundlich, Zubi. Und weg ist er. Schüssigowski, mein Dickerchen. Schüssigowski. Ach nee, das sind wir jetzt selber. Hallo. Hi, Zubi. So, dann haben wir bloß noch zwei Scheiß-Nebenquests, die wir sowieso nicht machen wollen. Vault, Wahrheit und Übernahme. Ich glaube, so hieß das gerade. Ich hoffe einfach, dass das so hieß. Wenn nicht, naja, dann kann ich mir da auch nicht helfen. Und... wir sind fast da. Ich meine, ist besser, Ditte zuerst zu scannen, bevor wir denn wirklich zum Archon einreiten. Wer weiß, was sonst noch passiert. Forward Orbit ist stabil. Das ist schick. Na, dann landen wir da mal. Das behalten wir natürlich. Oh, das ist ja schick. Nähern uns der LZ. Der gute alte Eisplanet Vault. It's very cold on Vault. Ah. Gruselig, was sie mit uns machen. Diese Aliens. Und auch hier landen wir wieder. Wisst ihr, was wir an Spritkosten verballern? Wegen irgendeinem Doktor, der vielleicht möglicherweise mit dem Cat irgendwas zu tun hat. Okay, wir müssen immer nach Techix. Standardmäßig. War ja irgendwie klar. Und hier gucken wir jetzt einfach hier hin. Bewege dich. Oder mach einen Ladebildschirm und dann bewege dich. So, wo ist denn unser Moment? Der ist da. Zack. Und weil ich weiß, dass wir dahin müssen, fliegen wir erstmal dahin. Die Temperatur sinkt, Pathfinder. Ja, damit komme ich klar. Dankeschön. Mal, diese Reliktstätte dürfte über Verteidigungssysteme verfügen. Ja, trotzdem werde ich da nicht hin wollen. Da vorne. Müssen. Das sieht wie ein Konstrukt der Cat aus. Mal sehen, was der. Mal sehen, was der Scan ergibt. Was denn für ein Scan? Ich lerne immer mehr über Ihr Volk, Pibi. Und je mehr ich erfahre, desto mehr erstaunen Sie mich. Schon okay, Jarl. Ich nehm's Ihnen nicht übel. Sie sind der Leim, der die Spezies der Milchstraße zusammenhält. Ihre Fähigkeit zur Reproduktion vereint alle. Ja, ja, die Asari bringen alle zusammen. Wenn dieser SDG-Agent nicht hatte, war dieser Cat Dr. Aidens Kontakt. Jetzt hab ich den schon gekillt, oder was? Wollte ich eigentlich auch nicht so schnell. So. Na, gucken wir uns mal an, wa? Oh. Na, kommst du hoch? Diesem Cat wurde eine Com-Einheit aus der Milchstraße implantiert. Die Partikelschwingung auf dem Transmitter ähnelt derjenigen salarianischer Verschlüsselungen. Ähnelt ist kein Beweis. Die Cat könnten das Implantat auf der salarianischen Arche gefunden haben. Uns bleibt immer noch Aidens Ausrüstung. Und die werden wir uns angucken, wenn wir in Techix sind. Oder in der Nähe von Techix. Das ist Techix, sagt er gleich. Und alle so, nein. Echt. Laut meiner Karte. Siehst du? Hat er gesagt. So, dann reiten wir hier einfach rückwärts ein. Wirst du das Auto auch irgendwie windgeschützt parken? Versteht sie doch von selber. So, alle die an schick. Wenn jetzt ein Sturm kommt oder ein Vogel kommt, der hier drauf kacken will, hat er keine Chance. Es leckt ein bisschen, das ist ein bisschen unschön, aber damit leben wir, Leute. Damit leben wir. Hüpfer! So. Das muss der Arbeitsplatz von diesem Dr. Aiden sein, hinter dem der STG-Agent her ist. Okay, mehr wolltest du nicht erzählen, ne? Sie sind der Pathfinder. Ist es wahr, was man sich erzählt? Können Sie mit den alten Maschinen reden? Ja. Sie meinen die Relikte? Ich bin für Sie keine Gefahr. Das war ich nie.
Sagen Sie ihnen, dass sie mir nichts mehr tun sollen. Wieso sollten ihnen die Relikte etwas antun? Ich suche bei den Säulen nach nützlichen Dingen. Nach guter Tech. Und bis jetzt hatten mich die Maschinen immer in Ruhe gelassen. Sie sind falsch informiert. Ich kann nicht wirklich mit den Relikten reden. Und selbst wenn, glaube ich nicht, dass sie auf mich hören würden. Wozu sind sie dann gut? Danke für gar nichts. Bitteschön. Hätte er gedacht, dass er irgendwas anderes mit mir macht? Hä? Diese Ausrüstung wurde mit einem Standard-Radioisotop sterilisiert. Es sind allerdings noch Spurenelemente von Biomaterial vorhanden, das aus einer Aufstiegskapsel stammen könnte. Oder es sind lediglich Überreste von Aidens Experimenten. Ja, könnte. Wie es aussieht, liefern uns beide Spuren nicht mehr als Indizien. Es gibt keine Beweise dafür, dass Aiden die Arche verraten hat. Ja, die Fakten sind ziemlich dürftig. Kehren wir zur Nexus zurück und reden mit Raker. Vielleicht weiß sie ja etwas, das uns weiterhilft. Was sie in Jani Eek gefunden haben, war ganz erstaunlich, Pathfinder. Ich bin schon sehr gespannt darauf, was wir von dieser Intelligenz erfahren werden. Möglicherweise bekommen wir alles zurück, was wir verloren haben. Die aktuellen Siege über die Cat haben uns viele Möglichkeiten eröffnet. Wiederaufbau, sogar Expansion. Wenn sie wollen, gibt es dabei auch Platz für ihr Volk. Ich möchte sie hiermit ganz förmlich als Stadtwalterin von Techix willkommen heißen. Ich weiß ihre Großzügigkeit zu schätzen. Ich denke nur praktisch. Viele sind der Ansicht, dass unsere Völker gemeinsam stärker sind als einzeln. Dank des reaktivierten Gewölbes werden die Bedingungen auf Vold sich mit der Zeit verbessern. Zumindest hoffen wir das. Denken Sie darüber nach, Ryder. Willkommen zu Hause. Dankeschön. Ich will Sie nicht länger stören. Sie stören überhaupt nicht. Möge Ihr Glück wachsen, Ryder. Das wird's bestimmt. Dankeschön. Gut, jetzt haben wir mit denen geredet. Hat uns aber auch nicht viel gebracht. Iridium, nehmen wir mit. 54. Ja, lohnt sich. So, dann gucke ich jetzt mal nach meinem Auto. Ist wahrscheinlich in einem anderen Ausgang. Ist hier selbst derzeit ein Fahrzeug abgedeckt vor Vogelscheißerin? Los, lass mich hier durch. Ich muss hier durch. Ich setze mich jetzt nämlich wieder eiskalt in mein Auto. Und drück auf T. Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Ja, deine Mutti liegt im normalen Bereich. Da ist die Frage, wo ist der normale Bereich bei seiner Mutti? Hört man mich noch? Ich hoffe doch. Hallo. Ja, ich war gerade ein bisschen weit weg vom Mikro. Das ist aber kein Problem für Sie und mich, meine Damen und Herren. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Schlakilight! Forward Orbit ist stabil. So, mit Raker reden. Raker ist auf der Nexus. Also gucken wir zur Nexus. Wir haben ja sonst nicht viel zu tun, wissen Sie, liebe Leute. Außerdem müssen wir ein bisschen Glück der Samcan des Turianas da sein. Vielleicht könnte man sich da auch nochmal mit dem unterhalten, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Werden wir alles erfahren, wenn wir denn da sind. Genau, Wahrheit und Übernahme. Ich hoffe, es ist eine gute Übernahme und keine böse Übernahme. Wir überspringen das mit Tab. Sehen jetzt unser wunderschönes Nexus-Gedönsi und wollen von Bord der Pampers gehen. Drei Archen und eine Nexus. Und er macht... So wunderschön. So wunderschön. Jetzt können wir gucken, wo die überhaupt sind, die Leute. Okay, definitiv wieder bei dem komischen Kommunikationsraum bei Ten, würde ich sagen. Jedenfalls das Naheliegendste, da waren sie das letzte Mal. Also können wir jetzt auch wieder gucken, ob sie da sind. Mach auf die Tür! So, Kommandozentrale. Zah, 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 zah.
Kürze gewartet. Ein Hoffnungsschimmer für alle, die durch ihren Dauerbetrieb um den Schlaf gebracht wurden. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Das war HNS. Die sind wieder da. Aber wir gucken uns die guten Leute erst beim nächsten Mal an. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge.